Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mal wieder. Endlich. Diesmal dreht sich wieder um GTA 4. Und zwar, wahrscheinlich habt ihr bei dem Steam-Angebot, was es letztens gab, für 6 Euro zugeschlagen, wo es GTA 4 plus das Episodes from Liberty City Add-on gab. Für 6 Euro. Und ja, wenn ihr da zugeschlagen habt und folgendes Problem habt, und zwar, ich habe jetzt Windows 8, aber das gibt es auch auf anderen Windows-Versionen. Wenn ihr das hier einmal startet, dann kommt ja der Social Club Login. Und das, wenn das alles bei euch normal funktioniert, dann kommt hier folgendes. Das Spiel startet erstmal, aber dann stürzt das Spiel nach diesem blauen Rockstar-Logo ab, wenn die Musik kommt. Werdet ihr gleich sehen. Xbox Live sollte auch vorbei funktionieren. Falls das nicht funktioniert, guckt mal in die Videobeschreibung. Da habe ich einen Link für euch. Jetzt kommt das blaue Logo und... ja, Grand Theft Auto 4 Episodes from Liberty City funktioniert nicht mehr. Seht ihr das? Das bekommt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr gerade das Video guckt. Und dann gibt es folgende und relativ einfache Lösung für euch. Ihr geht in die in das Ausführen-Menü. Also ihr geht auf eurem Windows und dann Ausführen. Bei Windows 7 müsst ihr einfach draufdrücken und dann Ausführen. Und dann gebt ihr RegEdit ein und drückt Enter. Dann kommt ihr so eine Benutzerkontensteuerung und dann müsst ihr es akzeptieren, auf OK drücken. So, und dann müsst ihr in folgenden Ordner gehen. Einen Moment, ich gehe mal hier zurück. So sieht das bei euch aus. Ihr geht bei H-Key Local Machine, dann Software, dann scrollt ihr ein bisschen runter und dann WoW6432 Node. So. Und hier drin müsste bei euch, müsste Rockstar Games schon bereits geben. Wo ist das? Hier, Rockstar Games. Einen Moment, hier ist das. Falls es das nicht gibt, dann geht ihr hier rechtsklick drauf auf diese WoW-Node und macht hier neu Schlüssel. Und dann gebt ihr hier, ups, in den neuen Schlüssel, gebt ihr hier Rockstar Leerzeichen Games ein. Genauso wie es hier steht. Das gebt ihr ein und dann habt ihr den neuen Schlüssel. Ich habe den jetzt schon. Ich weiß nicht, wie das dann bei euch ist. Wahrscheinlich habt ihr den dann auch schon. Und ja, dann öffnet ihr den. Und hier drin habt ihr euren GTA 4 Ordner, sag ich mal so, mit den Keys. Mit der Registrierung. Aber kein EFLC. Und zwar macht ihr dann folgendes. Ihr macht Rechtsklick auf Rockstar Games, Neu, Schlüssel. Und gebt hier EFLC ein. Genauso, in komplett Großbuchstaben. Und dann habt ihr das hier. Dann geht ihr auf den EFLC-Ordner. Falls ihr den schon habt, dann müsst ihr es nicht machen, ist natürlich klar. Dann geht ihr hier drauf, auf den EFLC. Und ihr habt hier diese Standarddatei, aber es fehlt was. Ihr geht hier rechtsklick neu, Zeichenfolge. Bei Typ müsste REC-SZ stehen. Und gebt ihr ein, großes I, N-S-T-A-L-L, großes F-O-L-D-E-R. Enter. So. Dann habt ihr den Install-Folder. Diese Datei braucht ihr. Da klickt ihr zweimal drauf. Und dann bekommt ihr hier Zeichenfolge bearbeiten. So, dann müsst ihr da Folgendes eingeben. Ihr geht in euren Installationsordner von EFLC, also von dem Add-on. Bei mir ist das jetzt bei Steam, Steam Library, Steam Apps Common und so weiter. Es geht aber auch, wenn ihr nichts über Steam habt. Und dann hier Grand Theft Auto 4, Liberty City und das hier. Und dann müsste bei euch Activation, Common, Manual und so weiter drin stehen. Und die ganzen Dateien hier. Und dann geht ihr einfach hier oben rein. Dann kommt dieser Pfad. Dann drückt ihr Steuerung. Oder ihr macht einfach Rechtsklick. Kopieren. Dann könnt ihr das zumachen. Und genau das setzt ihr jetzt hier ein. Und drückt auf OK. Jetzt müsst ihr hier stehen, wo ihr euer EFLC installiert habt. So, dann könnt ihr das Ding hier wieder schließen. Und dann sollte es bei euch funktionieren. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Aber, falls es nicht funktioniert, macht ihr folgendes.
Es gibt dann noch einige Sachen, die ihr machen könnt. Einen Moment. Einmal könnt ihr in die Systemsteuerung gehen, Programme deinstallieren. Also nur falls es ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt nicht mehr funktioniert. Probiert es aus, ob es jetzt funktioniert. Und wenn es funktioniert, macht ihr nichts mehr. Dann ist es okay. Aber falls es immer noch nicht funktioniert, dann macht ihr das, was jetzt kommt. Und zwar scrollt ihr hier bei Programme deinstallieren ein bisschen runter. Da müsst ihr Microsoft Visual C++ stehen, von 2005. Nur das von 2005, nicht 2008 oder mehr, nur 2005. Das deinstalliert ihr. Ja, deinstallieren und so weiter, bla bla. Das mache ich jetzt aber nicht, ich brauche das nicht, ich habe das ja schon. Und dann geht ihr hier in euren Installationsordner von GTA 4 EFLC. So, bei Installers, da müsstet ihr hier ein VC-Redist haben. Das führt ihr aus, das installiert ihr. Einfach installieren. So. Dann guckt ihr wieder in die Systemsteuerung rein, bei Programme deinstallieren, ob jetzt nur noch eine einzige 2005 ist. Also es darf nur diese eine einzige 2005, was ihr gerade neu installiert habt, darf hier nur noch sein. 2008 und so weiter darf hier alles sein, aber nur ein einziges 2005. So, dann, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr noch Folgendes machen. Ihr geht wieder in die Systemsteuerung, Programme deinstallieren, und geht diesmal bei M, bei Microsoft, Games for Windows Live und Games for Windows Marketplace, die beiden Sachen, einfach deinstallieren und das hier auch deinstallieren. So, dann geht ihr auf eine Internetseite, die steht auch in der Beschreibung drin, ich muss sie jetzt leider nochmal suchen. Microsoft Games for Windows Live. So, dann müsstet ihr das. Ups. Was ist das? Nee, Fail. Das hier. Ich meine Games for Windows Marketplace Client. Den müsst ihr runterladen. Klickt hier auf Runterladen. Und dann wird hier was herunterladen. Das führt ihr dann aus, ganz normal. Ja. So, dann kommt hier so eine Installationsscheiße. Und das müsst ihr halt durchführen. Ich lösche das mal, weil ich habe das ja alles schon gemacht. Und wenn ihr das dann installiert habt, dann müsst ihr euren Computer einmal hier neu starten, ja? Einmal neu starten. Und dann versucht ihr nochmal GTA 4 zu starten. Falls es dann immer noch nicht funktioniert, gibt es noch eine letzte Möglichkeit. Und zwar geht ihr wieder in euren GTA 4-Ordner rein von EFLC. So. Also hier, wenn ihr es über Steam habt und hier. Weil das Steam, die Steam-Desktop-Verknüpfung funktioniert manchmal nicht. Ja. Dann müsst ihr in den Ordner reingehen und hier bei Launch EFLC.exe Rechtsklick gedrückt halten, ups, Rechtsklick gedrückt halten und verschieben hierhin und dann sagt ihr Verknüpfung hier erstellen, okay? Dann könnt ihr das natürlich hier noch umbenennen in Grand Theft Auto 4 EFLC und ja, wenn ihr das habt, müsst ihr das immer GTA 4 immer so öffnen, Rechtsklick auf die Desktop-Verknüpfung mit Administrator öffnen. So. Außerdem müsst ihr noch Folgendes machen. Ihr geht auf EFLC.exe in eurem GTA 4-Ordner, Rechtsklick Eigenschaften, dann Kompatibilität, Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen. Ihr könnt dann Windows Vista Service Pack 1 auswählen und Programm als Administrator ausführen. Dann drückt ihr auf Übernehmen und OK. Dann habt ihr das. Und dann sollte das immer als Admin ausgeführt werden und funktionieren. So, wenn ihr einen neuen PC habt, mit einer guten Grafikkarte und so weiter, kann es sein, dass das Spiel in so einer krüppligen Scheiße startet. Deswegen macht ihr Folgendes. Ihr macht Rechtsklick, Neu, Textdokument und nennt das Command, ups, Line. Ja? Die Endung muss TXT sein, ja? Die Endung muss hier TXT heißen. Ich mache das jetzt aber nicht, ich habe das ja schon. So. Dann müsste hier Command Line sein, da geht ihr drauf, öffnet das. So, jetzt macht ihr Folgendes.
Ihr habt ja gerade dieses Icon hier erstellt, ja, mit als Admin und so weiter. Dann geht ihr Rechtsklick drauf, Eigenschaften. Und jetzt müsst ihr das Ziel hier einmal Rechtsklick alles auswählen, Rechtsklick kopieren. Dann macht ihr Folgendes: Ihr setzt das hier ein, Rechtsklick einsetzen, einfügen. So, und dann macht ihr hier nach, einen Moment, ich scroll mal nach rechts, nach den, Mano, nach diesen Anführungsstrichen hier, ja, da habt ihr es so, da macht ihr ein Leerzeichen. Ihr seht das hier, ein Leerzeichen ist hier zwischen. Hier. Leerzeichen, dann ein Bindestrich und dann NOREESTRICTIONS und dann nichts mehr, also No Restrictions, das heißt also keine Einschränkungen. Und dann drückt ihr Datei speichern, ja. Und dann müsste das alles funktionieren. Dann müsstet ihr Command-Line.Text haben. Und dann müsste das ungefähr so aussehen. Je nachdem, bei euch sieht das dann anders aus. So, dann müsste das funktionieren. Ich zeige euch das jetzt mal, dass es funktioniert. Also Rechtsklick als Admin ausführen. Dann müsst ihr das natürlich zulassen. Dann kommt Social Club anmelden, Spiel starten. Nicht offline, sondern Spiel starten, ganz normal. Dann lädt das ein bisschen. Dann hoffe ich, dass ihr das sehen könnt. Dann seht ihr jetzt auch schon, dass die Auflösung auch viel besser ist hier in 1080p. So, und jetzt Rockstar Gelb. Jetzt kommt das kritische Rockstar Blau und wie ihr seht, funktioniert es. Ist das nicht toll? So, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel Lost and Damned, was weiß ich, spielen und starten, wie ihr wollt. Könnt auch einfach mal in die Grafikeinstellung gehen und das hier alles mal auf so hoch stellen, wie es geht. Ups, sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Nachtschatten sehr hoch, antisopisch 16. Und Sichtdistanz wollen wir natürlich auch ganz so hoch machen. Ach, fuck it. So, so. Und dann drücken wir hier auf, ups, übernehmen. Ja, und so weiter und so fort. Und dann können wir hier starten. Ich benutze den Xbox-Controller, also nicht wundern. Und wie ihr seht, es startet perfekt. Funktioniert alles super. Jedenfalls lädt es schon mal. Das ist dieses Lost and Damned, dieses Rocker, Biker, ja. Die Biker-Story, sag ich mal so. Und ja, clean and whatever. Es lädt also. Das ist schon mal gut. So, dann seid ihr im Spiel, wie gesagt, drin und so weiter und so fort. Wie ihr jetzt schon gerade gesehen habt, natürlich lädt es jetzt schon wieder, mein Gott. Hallo. Ja, also ihr seid im Spiel drin, es funktioniert alles. Ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ja, dann würde ich mal sagen, Spiel beenden. Und dann würde ich sagen, habt ihr euer GTA zum zweiten Mal gefixt. Ich hatte ja schon mal ein Tutorial für gemacht, für das normale GTA 4. Falls ihr damit Probleme habt, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Ich mache euch da alle Links rein. Und ja, falls ihr dennoch Probleme habt, dass das nicht startet, also wenn ihr zum Beispiel Social Club dann auf Starten drückt und dann passiert nichts mehr, müsst ihr einmal auf euren Antivirus gehen, Einstellungen und beim Antivirus einmal das hier deaktivieren, die Active Virus Control. Und dann könnt ihr es starten. Wenn ihr es gestartet habt, geht ihr zurück auf den Desktop und macht das wieder an. Und dann sollte es funktionieren. Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls nein, bitte lasst doch einen Kommentar da und schreibt, warum und was es nicht funktioniert. Und dann werde ich euch gerne weiterhelfen. Ja, dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.